Hallo, es kommt zu einem neuen Replay. Heute ein Spiel, das hat man live gespielt, könnt ihr auf YouTube-Kanal noch finden. Wird gespielt von Fabian und meiner Wenigkeit gegen Wizard und Yamen. Und ich wollte mir das einfach mal angucken, weil mir das sehr hektisch vorkam, das Live-Spiel. Also das Spiel selber. Und ich habe das Gefühl, dass da noch viel zu optimieren ist von unserer Seite. Ja, ich wollte es mir einfach mal anschauen. Ich habe eben mal durch die Statistik ein bisschen gewühlt. Der Yamen hat 70% Winrate. Gut, das muss nichts heißen. Ich hatte jetzt 90%. Also das muss nichts heißen, weil ich bin mit 90 auch nicht gut. Aber er hatte 70. Also ist auf jeden Fall kein Noob gewesen. Den Wizard hatte ich, glaube ich, gar nicht gefunden in 2 gegen 2. Ich wüsste also nicht, ob das ein Team ist. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass die meisten Spieler inzwischen in 2 gegen 2 Teams sind. Die meisten, die halt random queuen. Die scheinen eher so ein 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder ein 1 gegen 1 zu machen, weil man eben 2 gegen 2 sonst gegen ein Team antritt. Das hat sich, glaube ich, fast schon eingebürgert. Zumindest immer, wenn ich diese Replays durchgucke, also man kann ja bei denen gucken, bei den Leuten, wenn die jetzt öffentlich haben, das Profil, dann spielen die oft mit dem gleichen Mann zusammen. Von daher gehe ich jetzt beim 2 gegen 2 immer davon aus, dass es ein Premade ist. Muss nicht sein, aber in den meisten Fällen stimmt es tatsächlich. So, was haben wir denn hier Schönes? Also, was wir hier haben, ist Frankreich. Vom Fabian und von mir Heilige Römische Reich. Ich will sicher nichts anderes spielen. Ich kann das wahrscheinlich auch nicht spielen, aber beim anderen wäre es noch schlimmer. Und auf der anderen Seite haben wir die Mongolen und England. Ja, Sekunde. So, versuche gerade noch irgendwie zu überleben. Also im Sinne von, kennt ihr das? Ich habe irgendwie 3, 4 Stunden nichts gegessen. Auf jeden Fall hatte ich riesen Kohldarm. Und da, weil ich schlau bin, habe ich mir einen Hamburger bestellt. Und als er angekommen ist, in der Anderthaler mir ausgebrochen. Und ich habe das Ding mich reingeschaufelt wie so ein Schaufelbagger. Und jetzt habe ich Bauchschmerzen. Aber ich sage ja immer, wer ohne Bauchschmerzen casten kann, kann auch mit Bauchschmerzen casten. Aber wenn ihr euch wundert, dass mein Gehirn gerade halb aus ist, das liegt daran, dass mein Blut gleichmäßig über den Magen verteilt ist, wahrscheinlich zum Verarbeiten. Und ein bisschen Ablenkung habe ich dann eben. Aber hey, da kommen wir schon durch. So, die Map ist die, wo ihr in der Mitte ganz viel Ressourcen habt und dann sind diese drei Aufgänge hier, mein persönlicher Albtraum. Und eine Sache, die mir schon aufgefallen war im Live-Spiel, ist, dass die Map die Höhenunterschiede spielentscheidend sind, was mir ja sonst so eigentlich selten auffällt. Das fällt einem auch gar nicht auf, wenn man Replays guckt, aber im Spiel fällt einem es dann irgendwann schon auf. Also, wenn ich immer hingucke, das ist ein Höhenunterschied hier vorne und ich muss irgendwann mal Tests dazu durchführen, aber ich hatte den Eindruck, jeder, der hier oben ist, der hat halt First-Shot mit der Kanone. Es gibt, glaube ich, keinen Reichweitenvorteil, es gibt einen Sichtvorteil. Das heißt, ich sehe die erst, wenn die geschossen haben, was vielen meiner Einheiten, gerade Kanonen, eben nicht ermöglicht, die zu kontern, bevor die halt geballert haben. Und wenn die aufhören zu ballern, zum Beispiel nach dem Ballern weggehen, dann werden die halt wieder unsichtbar und ich kann die nicht finishen. Und das ist eine sehr störende Mechanik. Das habt ihr oben auf dem Hügel noch gewaltiger als hier unten an diesen Anhöhen. Aber wenn ihr das Gelände halt lernt zu benutzen, und das ist ja sehr schwer, weil es halt schwer zu lesen ist, finde ich, dann könnt ihr da Vorteile rausziehen. Und ich glaube, dass wir in dem Spiel unnötig Probleme damit hatten. So, da ist ein Mongolenreiter. Ich glaube, wir hatten am Anfang, also ihr müsst uns Live-Replay gucken, wenn ihr die Details wollt, aber ich glaube, wir hatten einen Plan. Glaube ich. Also die haben Mongolen, was das bedeutet, ist für uns auf jeden Fall, wenn wir ein Late-Game geben, haben wir automatisch gewonnen. Ja? Von daher wäre der beste Plan wahrscheinlich einfach zubauen, Economy GG. Ja? So simpel ist das. Der Mongole hat kein viertes Zeitalter, so wie ich das interpretieren würde. Und von daher ist das eine ganz simple Sache für uns, wenn wir bauen. Zumal wir aus Heilige Römische Reich haben und die haben weniger Heilige Römische Reich noch Chinese. Und das heißt für mich tatsächlich einfach ausbauen. Genau, ich weiß noch, dass ich total irgendwie neben der Rolle war. Man sieht das daran, dass ich hier oben 5 Arbeiter auf Gold habe, um Gottes Willen. Ja. Das ist nicht so optimal. Auch hier unten, das Haus steht schon falsch, weil ich eigentlich die Kapelle hier bauen müsste, damit ich alles, also hier vorne, damit das sicher ist und ich alle Ressourcen bekomme. Also Holz und Nahrung. Gold ist bei mir nie ein Bottleneck. Plus die Goldarbeiter da oben, die 5, da muss ich ein paar abziehen, wenn ich genug Arbeiter da unten habe, um die Kapelle zu bauen. Ja, sollten eh nur 4 sein, dann sind es halt 5, dann laufen die maximal lang. Also das ist kein glorreicher Start von mir. Also geht die Kapelle hier unten hin, aber das könnte da oben schon so sein. Ich glaube sogar, dass ich das später abreißen musste, das Haus. Ja. Und dann müsst ihr natürlich auch gucken, ich habe das jetzt glaube ich auch noch nicht mal abgezählt, dass halt hier eine Farm hinpasst, hier die Mühle hinpasst und da noch eine Farm hinpasst. Und ich könnte euch jetzt nicht sagen, ob das der Fall hier vorne ist. Man sieht auch, ich habe das mit den Schafen wohl vergessen. Die sind irgendwo unterwegs, sodass die Leute jetzt hier eine Mühle bauen müssen und dann neu ernten müssen, statt halt nonstop weiterzuarbeiten. Also auch die Hütte vergesse ich. Lassen wir das. Denkt euch einfach, dass es mein erstes Spiel war, da ich zu wenig spiele und da ich von der Rolle war, okay? Also Details gucken wir uns lieber nicht an. Lass ich mal über Fabian gucken, was der falsch macht. Das ist bestimmt interessant, das weiß der sicher auch zu schätzen. Das Problem ist, ich kenne mich mit Franzosen nicht aus. Also ich kenne nicht die perfekten Builds. Das sieht aber schon ganz gut hier eigentlich aus, was er da macht. Scheiße. Also er macht, glaube ich, immer eine frühe Expansion und hat einen perfekten Bild dafür, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat man einen gesehen, der auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Und man sieht schon, dass er daran arbeitet in der Expansion.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm ruckzuck gleich geht. Wurde eben mal Rest vom Mongolen. Ja, also ja, das Gameplay war, glaube ich, die Idee war zu sagen, dass wir auf Zeitalter gehen. Also Problem ist ein bisschen, wenn der Engländer von denen Zeitalter pushen würde, und für gewöhnlich pusht England Expansions meiner Meinung nach. Also wenn der Zeitalter pushen würde, dann könnte der eben die Reliquien vor mir einsammeln, was nämlich katastrophal wäre. Aber normale Engländer geht normalerweise halt, dass der Expansions pusht, ne? Und dann dritte Zeitalter vielleicht noch so ein bisschen, aber eigentlich macht der erste Expansion das dritte Zeitalter. Was bedeutet, dass ich vor ihm im dritten Zeitalter bin, weil ich keine Expansion mache. Das sind so die normalen Builds zum Beispiel. Das bedeutet, dass ich die Relikte vor ihm sammle. Ja? Das ist so eine Sache, die mir durch den Kopf geht normalerweise. Arbeitet nicht schneller als normal. Bilde ich mir das nur ein oder flitzt die wie eine Rennmaschine? Hallo, habe ich Speed an? Ist das richtig gewesen mit der Laufgeschwindigkeit? Mir kam es gerade sehr komisch vor. Na gut, genau. So, also von daher, ich glaube, dass wir wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind, wenn wir Wirtschaft gehen. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht gerusht werden vom Gegner. Und da müssen wir scouten, wir können unsere Sicht jetzt einfach mal anmachen. Wir waren dann schon da, wir wissen, was die haben. Ich glaube, der Fabian war eben da vorbeigeritten. Und ich war natürlich völlig brain-off, kam mir nochmal vorbeigeritten. Das Ding ist, wenn die nicht die Steine abbauen, geht er nicht Expansion, heißt er geht Rush. Ja? So simpel ist die Logik. So, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, aha, der baut keine Expansion. Und da habe ich gedacht, der macht aber keinen Rush. Das passt natürlich nicht zusammen, schon klar. Aber ich weiß noch, wie ich das connected habe bei mir im Kopf. Und ich nachher, als der Rush dann kommt, und der kommt gleich ein Rush, Entschuldigung, Spoiler, geht aber eine Minute los damit. Also ich weiß doch genau, wie ich dann gedacht habe, ja, der Gedanke eben war dumm. Du hast doch gesehen, dass er keine Steine abbaut. Wenn er keine Steine abbaut, baut er keine Expansion. Wenn er keine Expansion baut, dann geht er rushen. Das ist wirklich eine ganz simple Logik. Ich weiß doch genau, wie mein Kopf das falsch connected hat. Ja, also dass ihr euch nicht wundert. Ich habe das richtig gescoutet, aber mein Kopf war aus. Wirklich aus. Aber wir sind ja zwei Mann in einem Team, also daher würde ich sagen, bin ich nur 50% schuld an dem Statement, dass sie nicht waschen kommen. Ja, also der Mongole muss eigentlich früh angreifen. Ja, und wir müssen uns auch ein bisschen besser scouten. Offensichtlich haben wir jetzt zwei Scouts im Osten, keinen im Westen, ne? Das ist halt sehr, sehr unschön. Das Problem beim Scouten beim Engländer ist allerdings auch immer, dass wenn der Langbogen euch sieht, dann seid ihr tot, wenn ihr nicht aufpasst. Und das ist sehr unschön. Ja, wir hätten zum Beispiel hier einen Scout hinstellen können, wo das nicht so gut ist. Da müsste man gucken, ich kenne die Map auch gar nicht so auswendig, da sind die langen Bögen. Genau, an der Stelle wussten wir jetzt, genau, und das meinte ich, wenn man sieht. Aber man hätte, ne, hier im Eingang, wollte ich gerade sagen, gucken, wo in den Eingängen so unsichtbare Wälder sind. Aber ab da war klar, dass sie rushen, ne? Der geht ja nicht alleine da auf Tour. Der geht nicht alleine beide Basen angreifen. Und da war klar, dass sie rushen an der Stelle. Und da müssten jetzt auch die Reaktionen kommen. Ich baue dann, genau, jetzt die Kasernen dafür. Aber das hätte halt noch einen Tick früher kommen können, ne? Auch dann so Palisaden bauen. Ich glaube, ich habe hier im Osten schon eine gebaut, aber die in der Mitte fehlt. Ritter, weiß ich gar nicht, die durchgehend gespammt werden. Da ist aber die Expansion jetzt hier fertig. Minute 7 irgendwas. Also schon früher fertig. Aber wir haben halt, ne, Gene Economy Build und müssen jetzt umbauen auf Kämpfen. Ich sehe noch keine Ritter. Vielleicht hat er die irgendwo deployed. Ich weiß es nicht. So, können Sie da anmachen? Ja, der wollte jetzt hier die Palisade ziehen und da war der dumme Typ im Weg. Und da sind schon die langen Bögen. Ich sehe jetzt gar nicht den Mongolen, oder? Wo ist denn der Mongole? Seht ihr die Mongolen auf der Map? Ach, der steht da. Okay, der Mangudai, aber der hat es nicht so eilig mit dem Mangudai. Von daher tatsächlich, wenn wir jetzt die Ritter gehabt hätten, hätten wir die niederreiten können wahrscheinlich. Ja, ich baue jetzt hier vorne meine Leute, aber die kommen halt, wie gesagt, weil beim Scouten eben mein Gehirn aus war, kommen die jetzt zu spät. Normalerweise hätte ich halt jetzt genug, um die wahrscheinlich schon niederzulaufen, ne? Und jetzt verliere ich meine ersten Arbeiter dadurch. Ja, das ist halt, wenn man ohne Gehirn arbeitet beim Spielen. Das ist nicht so gut. Apropos Gehirn, das ist Käse. Ich war mit Micro völlig daneben und da habe ich hier so einen Punkt gehabt, genau, dass alle neuen Arbeiter hingehen, aber ich bräuchte das Gold in keinster Weise. Und das muss ich ja aufpassen, dass die ersten Leute nicht umsonst sterben, ne? So, da haben wir jetzt auch zwei Ritter, der hat auch ein bisschen genauso wie ich spät gebaut. Aber wir brauchen eigentlich nur noch zwei Ritter dazu, ein bis zwei Ritter und dann kommen wir gleich auch nochmal zwei Mann raus. Also der ist eigentlich schon tot, zumal der Mongole auch aus irgendeinem Grund Party feiert. Da kommen noch mehr Langbögen. Aber was sie halt gemacht haben, ist halt vom Teamspiel blödsinnig. Da kommen die Mangudais. Ne, die haben beide Bogenschützen gemacht. Bogenschützenreiter und Bogenschützen am Boden. Und wir haben nur gepanzerte Einheiten. Also wenn das ein ernsthafter Rush-Versuch war, muss ich sagen, der war nicht besonders intelligent gemacht. Weil wir haben nur, also Franzose ist immer, also klar, Franzose ist Ritter, Panzerung. Und ich bin auch Panzerung, ne? Das weiß man eigentlich. Dass die beide auf Pfeile gehen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wirklich null und nada. Ja, und der Fabian, der reitet jetzt einfach nieder, die Bogenschützen. Und das ist auch nichts, was er dagegen tun könnte. Jetzt müssten halt hier die Mangudai sein. Die da. Genau, die da Party feiern, die haben es nicht so eilig.
Die hätten halt jetzt nonstop im Studio sehr schön frühzeitig abbrechen. Die hätten halt nonstop die arresten müssen, als die Bogenschützen davon gelaufen sind. Also und daher haben die das Problem, dass sie die falschen Einheiten von Makro gebaut haben und dass sie ein schlechteres Teamplay jetzt im Moment hatten als wir. Ja, und ich baue jetzt hier gegen die Mango Dice die Türme. Meiner Meinung nach ist es einfach die beste Lösung. Die gehen euch nur auf den Geist, die reiten euch immer davon. Die machen aber wirklich nichts. Also die Äußeren kriegen sie schon. Aber die machen eigentlich nichts, wenn ihr Türme baut. Ja? Was sollen die denn anstellen? Die können nicht dagegen kämpfen gegen die Türme. Ihr macht einfach einen Turm, fertig, ne? An den Grenzen so ein bisschen. Die wollen ja immer so ein bisschen seitlich reinrennen, snipen, rausrennen. Und dann baut ihr genau in den Seiten die Türme. Am Hauptboss braucht ihr auch keins. Seht zu der Seite. Wenn die reinrennen, um Arbeiter zu töten, verlieren die halt ein bis zwei Mangodai, wenn ihr halt Türme oder ein Haupthaus habt. Und da baut ihr einfach die Türme an die Seiten und ab mal ein Haupthaus und fertig. Ist wirklich eine ganz, ganz safe Sache. Und der kann ja nichts zerresten, was mir jetzt wirklich auf den Geist geht. Das Einzige, was er machen kann, ist mir das Mikro ein bisschen nerven. Da komme ich mit klar. So, ich habe jetzt hier oben angefangen, Farben auszubauen, weil das eben ne, eine Ecke sie nicht arresten kann. Aber ich hatte kein Holz, glaube ich. Genau, was gibt's hier? Genau, da kommen jetzt die Mango Dice. Ich habe die jetzt ein bisschen zu gemütlich gebaut. Eigentlich wäre das auch gar nicht notwendig gewesen, die überhaupt zu bauen, glaube ich. Zwar, weil ich den da sichern wollte. Ja, aber ihr seht schon, ich habe jetzt hier oben die Pfeile rauskommen. Und na, so ein Mango Dice kostet halt viel, viel mehr als. Da unten kommen auch Pfeile raus. Na, so ein Mango Dice kostet halt mehr als ein einzelner Bauarbeiter. Also, das lohnt sich für die, glaube ich, überhaupt nicht. So, das ist meine Horde. Ich glaube, das war ich nicht schön. Ich glaube, der Fabi hat gesagt, wir jagen den. Das war, glaube ich, seine Ansage. Der Beweis ist im Livestream. Genau, jetzt kommt er. Aber ich schieße gleich auch Pfeile zurück. Okay, war jetzt hier diesen Draber. Ja, wie gesagt, Nahrung baue ich dann langsam da oben ein bisschen aus. Holz habe ich am Anfang auch hier oben ausgebaut. Ich habe es dann wieder darunter getan, damit ich den Kapellenbonus kriege. Ich kriege oben nicht, aber da konnte ich halt in Ruhe Holz hacken, während die Raids da waren. Ja, aber die spielen halt als Team sehr komisch zusammen. So, jetzt hat er Speere mitgebracht, jetzt haben die alles, was die brauchen und trotzdem können sie damit nicht arbeiten. Also da laufe ich gerade mit der Infanterie durch, weil die Speere mich auch nicht bekämpfen können. Also die Art und Weise, wie die rushen, also es ist ja kein Rush, die haben ja auch keinen Rambo, keine große Armee und Mango Dice ist eigentlich nie Rush, sondern einfach nur Raid. Die können nicht raiden, wenn ich die Türme hochgehen und die wissen ja inzwischen, dass ich die Türme habe. Ja? Das ist ja keine News für die. Und wir haben jetzt zwei Raids zurückgeschlagen. Ja, jetzt kommt die dritte Raid. Ich sehe nicht die Logik dahinter, ehrlich gesagt, weil das kostet halt die Economy, das Ganze. Was hat denn der Engländer derzeit? Wie gesagt, der 70% Winrate, also der versteht sein Handwerk wahrscheinlich, aber der hat keine Expansion. Ich sehe jetzt gerade keine auf dem Spielfeld, oder? Genau, der hat keine Expansion, der Engländer. Und unser Franzose hat schon die zweite, also die Expansion seit Ewigkeiten. Und ich glaube schon, dass der Engländer da unnötig zurückgefällt. Ich habe natürlich meine Kapelle und gehe ins dritte Zeitalter gleich. Und dann haben wir natürlich noch die. Im dritten Zeitalter, ich gehe aufs dritte Zeitalter eben, um einen Goldbonus zu generieren. Ich brauche keine Expansion, um den Engländer mitzuhalten. So, von daher sieht das eigentlich für uns ziemlich gut im Moment aus. Dennoch, ach, das aktuelle Rohstoff, wollte gerade sagen, Einkommen wäre ein bisschen viel. Genau. Ja, also sieht auf jeden Fall gut aus. Der Fabian hier beim Einkommen, man sieht das so ein bisschen blinken. Der ist sehr weit eigentlich vorne weg, muss man sagen. Das ist eine schöne, schöne Angelegenheit. Auch bei dem Harass-Campen hat der Harass sich bisher gelohnt. Allerdings nennenswertes, 50-50 ungefähr. Wie gesagt, hätten wir ordentlicher gescoutet, dann hätte ich das auch besser deffen können, dann wäre das noch nicht mal so ausgegangen. Das war sicher mein Fehler. Ja, dritte Zeitalter. Da müssen jetzt gleich Leute flitzen gehen. Ich brauche immer ein bisschen länger für sowas. So, da oben, da wollte der Fabio mal rausgehen, hat sich auch einen Turm gebaut, was wie gesagt in Mangudai genau das Richtige ist. Ja, es ging in Mangudai genau das Richtige. Wo wollte er eigentlich da rausgehen? Haben wir keine Nahrung mehr gehabt? Echt? Offensichtlich. Also da wären noch welche Bärchen gewesen, aber der wollte wahrscheinlich hin, war zu weit weg. Ich muss sagen, der Mongole macht das schon richtig, dass er halt in jeder Ecke guckt nach dem Bärchen und wo er alles, ne, wo er es gut machen kann. Ich hätte zwischendurch überlegt, ob wir mit diesen Truppen nicht auch einfach angreifen sollen. Das Problem ist halt, dass die Mangodai uns auf dem gesamten Weg hätten beschießen können, von oben bis unten, wenn die ordentlich spielen. Zugegeben, 99% der Spieler machen das nicht, wenn sie Mongolen spielen. Aber wenn es halt einer doch richtig macht, dann, ne, wenn die euch die ganze Zeit mit Pfeilen einhageln, auf dem Weg von oben nach unten, ist ja unangenehm. Ihr könnt ja nicht dagegen kämpfen. Und von da, das wollte ich nicht riskieren. Also ich sage immer, eine Strategie, wo ihr darauf setzt, dass der Gegner einen Fehler macht, ist eine dumme Strategie. Aber ich bin mir fast sicher, wenn wir einfach runtergegangen, hätte es trotzdem funktioniert. Aber gegen einen guten Spieler wäre das nicht gut gewesen. Ansonsten, da geht jetzt die Kathedrale hoch, dann müssen dann jetzt auch hier entsprechend die genau, Prälaten hochgehen. Und die Prälaten müssen jetzt durch die Map laufen. Und die Gegner, sobald die das halt klicken sehen, drei, das wird ihnen ja angezeigt, müssen die jetzt eigentlich beide auf diesen Relikten stehen. Ja, da müssen überall bei den Relikten müssen hier Leute aufpassen.
Könntest du einfach mal angucken. Die haben mich ordentlich gescoutet. Da müssen wir mal mit dem Scout auf der linken Seite sprechen, weil ich muss jetzt Relikte suchen. Und da ist ein Relikt, weil ich glaube ich nicht sehe. Doch, wir sehen alle Relikte zufällig. Was für ein Glück, dass ausgerechnet keins da waren im Schwarzen. Genau, also jetzt Relikte laufen angesagt. Das ist so eine Spielphase, die muss man einfach machen. Und ja, das ist halt jetzt die Frage, ob die Gegner das abfangen oder ob die es nicht abfangen. Ich habe den Fabian gebeten, mich zu beschützen. Und ihr seht, er macht das auch wunderbar mit seinen Reitern. Er ist vielleicht eine etwas große Horde, weil ich mehrere Prälaten losschicke, aber trotzdem, ne, er deckt das halt schön ab. Das heißt, wenn jemand kommt, kann er auf Distanz halten, dann kann ich es holen und einfach in die Basis laufen. Ich habe allerdings, wie gesagt, mehrere Prälaten unterwegs. Den versuche ich da oben zu decken. Und ich habe, glaube ich, noch einen dritten am Dackeln. Der müsste gleich da runterlaufen. Also ich versuche immer, drei parallel loszuschicken, wenn ich das Mikro irgendwie finde. Und dann müsste man halt die Leute hinschicken. Und die müssen den halt abfangen, die Prälaten. Ne? Das wäre so die Idee. Also alle Prälaten. So wie ich das im Moment sehe, haben die gar keinen auf der Map. Und das ist natürlich fatal, weil er hat eine Reiterarmee, die jetzt in die Basis reitet. Was will er in der eigenen Basis machen? Fragezeichen, das verstehe ich nicht. Also, das ist jetzt die Phase, wo er Relikte abläuft. Und das sieht jetzt nicht so aus, ob er das systematisch machen würde. Der Marktplatz da oben für Greedy Gold. Das ist wirklich greedy. Ich glaube immer noch, dass Marktplätze sich nicht lohnen, wenn man nicht alles Gold ausgebeutet hat auf der Map. Müsste ich nochmal irgendwann testen. Ja, also es ist keiner von denen. Ne? Die haben beide eine recht große Armee, die halt weder angreift, harasst, noch irgendwie die Relikte beschützt. Meiner Meinung nach, dass es der dritte Prälat, der unterwegs ist, ist das ein fataler Fehler. Also ich sammle jetzt alle Relikte ein, ja. Wie gesagt, also der eine 70% Winrate, kein Noob. Ne? Der andere war, glaube ich, auch gerankt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch gefunden hatte. Ich gucke mal alles durch, ich vergesse es dann nur wieder. Aber das ist im Moment katastrophal, was sie da machen. So, jetzt baut der Lanzenreiter. Auch hier würde ich die Frage stellen, wofür? Ich glaube, der Franzose, seine Reiter gewinnen gegen ihn, wenn die ordentlich getaggt sind. Und meine Infanterie hackt die so vom Pferd. Das ist gar kein Problem im dritten Zeitalter. Und da bin ich überrascht, dass der auf Lanzenreiter geht. Bin aber auch nicht sicher, was er sonst noch machen könnte. Der Mongolen-Late-Game-Tag ist halt nicht so geil. Und im vierten wird es halt noch schlimmer. Also wahrscheinlich hätte er als Mongole nur Belagerungsmaschinen gespammt. Der kann ja wahrscheinlich auch Hutten machen. Ich wüsste es nicht 100% zu sagen. Wie gesagt, ich spiele eigentlich nie Mongolen. Ich müsste mir das echt nochmal in Ruhe angucken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der auch. Was heißt ziemlich sicher? Jetzt kann ich ja nachgucken. Ich habe das auch schon mal gesehen. Zeig mir gerade mit Infanteristen. Der kann, glaube ich, alle Belagerungsmaschinen bis auf Kanonen bauen. Mit der Infanterie sogar. Da ist so ein Vieh. Genau. Der kann die alle bauen. Mein Gehirn ist heute aus. Also ich hätte an seiner Stelle überlegt, Hutten zu spammen. Das ging gepanzert ganz gut. Klar, ich habe eine Kanone, aber die gibt es erst im vierten Zeitalter. So, ich habe hier oben, wie gesagt, jetzt alle Relikte gesammelt. Und irgendwann tue ich sie auch da rein, genau. Und es sind noch mehr Leute unterwegs, die weitere Relikte sammeln. Also es ist für meinen Geschmack, ein Mongole, der ein Economy-Spiel macht, ist halt völlig vertan. Ne? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ein Mongole, der einfach nicht die Relikte beschützt, ist auch völlig vertan. Sehr schön vom Fabian gedeckt. Obwohl er eventuell die Karawane hätte töten sollen. Also, die bringt halt 7 Futter und 73 Gold dahin. Das hätte er, glaube ich. Also, ich vermute einfach, er hat es nicht gesehen, ne? Genau, die sehen das nicht. Dass die ja, aber er hätte die Karawane fangen können. Ich muss aber auch sagen, ich hätte niemals gedacht, dass da jemand eine Karawane hinschickt, ne? Also, das hätte ich auch nicht beachtet. Aber schon witzig, oder? Die laufen genau hier vorne in ihm vor lang. Ja, also, die Gegner machen einen fatalen Makrofehler in jeder Hinsicht. Die spielen nicht die Stärken ihrer Nation im Vergleich zu unseren aus. Die nutzen nicht die Map, die tun nicht, ne? Relikte beschützen. Na, da gar nichts machen die. Nach diesem, was immer noch am Anfang auch war für ein Rush. Und ja, ich baue jetzt ein Kloster, weil ich brauche halt Platz für die Relikte. Da passen nur drei rein. Also, das ist, glaube ich, nicht schön für Economy, ne? Für die zumindest. Ich habe auch meine Expansion inzwischen. Was bedeutet, ich jetzt auch langsam hier abheben werde von den Ressourcen. Aktuelle Rohstoffe. Also, noch weiß ich gar nicht, ob es einen großen Abstand gibt. Obwohl, das ist ein Redoubt da oben, ne? Deswegen so viel Gold macht. Aber was will er mit einer Ritterarmee? Also alle meine schweren Infanteristen, wenn sie die Upgrades haben, die besiegen halt die Ritter ohne Probleme. Und die französischen Ritter sind gegen die eigentlich auch besser. Der wollte mein Relikt haben. Er hat sehr gut. Er hat es beschützt, das Relikt. Eigentlich sollte er meinen beschützen dahin, aber wenn er ihn tötet, ist genauso gut. Also Fabio macht das besser als die anderen Reiter. Ne? Der kümmert sich darum. Jetzt müssen wir halt neuen hinschicken. Und meiner ist, glaube ich, schon unterwegs, mein Kamerad. Da habe ich das vor deren Tür geholt, weil da keiner guckt. Genau, und der ist unterwegs zu dem Relikt. Und dann habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Relikte am Schluss. Ich glaube 6, weil da das siebte ist. Da komme ich nun wirklich nicht dran. Das kann man auch übertreiben. Aber es ist natürlich Käse, ne? Also das ist völlig blödsinnig, dass sie das zulassen. Gerade weil da oben sind dann nur zwei Ritter. Und da müsste ja der Mongole nonstop hingehen. Ich frage jetzt nicht, warum ich das so geklickt habe.
Ah, das war Shift-Befehl. Ich habe mit Shift das Aufheben geklickt, aber weil der das nur ungetragen hat, Millimeter, ignoriert er den Befehl und geht jetzt mit leeren Händen zurück. Das hat ursprünglich an der richtigen Stelle gelegt. Ich habe das richtig geklickt, aber dieses Beiseitelegen hat das natürlich nicht beachtet, das Was für ein System. Shift? Statt dann da stehen zu bleiben, geht er einfach leere Hände zurück. Oh Gott. Na gut, sagen wir nichts weiter zu. Für meinen Geschmack scout man noch zu wenig. Ich meine, ich habe kein Micro für gar nichts. Wir müssten aber jetzt sagen, wir Was jeder auch von uns immer. vielleicht einen Speer bauen, einfach mal blind in die gegnerischen Ecken schicken. Also die schwarzen Patches hier natürlich auftun, wenn da kein Wald ist. Gucken, ob da Gebäude gebaut werden, gucken, ob da was ausgebeutet wird. Und halt hier gucken, ob die eine Mauer haben und wenn nicht, einfach reinreiten. Und wenn die eine Mauer haben, an der Küste vorbeireiten, an der Cliff da. Also eigentlich müsste man zu dem Zeitpunkt einfach jeder mal in ein, zwei Speer investieren, die Suicidal durch die Map schicken. Ich denke, dass das ultra wichtig ist, auch wenn es bei der Map noch relativ schwer ist. So, das nächste Artefakt geht hoch da oben. In der 10 kann ich erst im vierten Zeitalter machen. Und da habe ich wieder gepennt, wie üblich. Das ist nichts Neues bei mir. Ich weiß schon, wie ich das steuern kann. Man kann ja das ja, also wenn die so schon arbeiten, kann ich ja jetzt schon mit Shift denen sagen, keine Ahnung, hier drauf, ja. Also wenn die fertig sind, gehen die automatisch runter. Es gibt keinen Grund, dass ich warte, bis es leer ist, bevor ich die anklicke. Und trotzdem mache ich es nie. Frag mich nicht, warum das so ist. Das macht halt auch keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum halt ein gigantischer Arbeitsschwang nicht arbeitet. So, ich hatte Probleme mit dem Makro zwischendurch. Hier wird immer mal gecaptured. Heißt also, von den Ressourcen, ihr seht schon, dass ich einen Haufen Gold habe. Mir fehlt eigentlich nur Nahrung für den Aufstieg. Und ich habe natürlich jetzt viel Holz investiert in Kasernen, was dann nicht verkehrt ist per se. So, da kommen sie. Beide zusammen diesmal, also ein Teamspiel. Die waren sicher Discord. Dass man das so random schafft, ohne zu reden, glaube ich nicht. So, sind auf jeden Fall beide hier und wollen jetzt hier rein. Ist die Frage, ob die Armee groß genug ist, ob sie Belagerungswaffen haben. Aus meiner Sicht ist das sehr schwer, Heiliges Römisches Reich zu rushen. Weil, also ich habe halt jetzt auch extra Kasernen, ich habe hier diese Dinger da. Ich bin übrigens noch beschäftigt, ich baue jetzt hier gerade ringsherum die ganzen Felder. Das werde ich gleich abreißen und da auch nochmal eine Farm hinbauen. Ja, und dann habe ich das mit dem Einkommen. Aber eigentlich müsste das jetzt schon. Also stellt euch mal vor, ich hätte 2.000-3.000 Gold weniger, weil ich es eh nicht brauche. Und hätte auch nicht 18 Mann auf Stein, weil ich nicht gemicrodet habe, sondern hätte die hier drauf, 40 Arbeiter, dann wäre ich jetzt im vierten Zeitalter, ja? Und das ist schon nicht unnotwendig, das vierte Zeitalter. Das ist halt vom Makro unbeschreiblich schlecht. Ja, nur weil die anderen nicht alle im vierten Zeitalter sind. Ich bin im vierten Zeitalter. Ist das jetzt gerade passiert? Ja, ne? Das glaube ich jetzt gerade passiert und vor kurzem. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das zu spät war im vierten Zeitalter. So, Schwäbischer Palast, um die Arbeiter nachzubauen. Ich habe ganz gerne so 120 Wirtschaft. Und wenn ich das Ding baue und hatte so 60, 75, 60 bis 70 Wirtschaft, dann pumpe ich nochmal schnell die Arbeiter. Das ist einfach Q halten, durch, zack, nochmal 20 Arbeiter. Dann stelle ich den Rest ein, ich lasse mir das Ding da machen. Die kosten halt nichts. Und solange ich halt kein Popcap-Problem habe, ne, warum ich auf 120 erhöhen? Also das Ding lohnt sich eigentlich immer. Ich mache eigentlich nie das Castle. Es lohnt sich fast nie das Castle. Hier unten sehen wir jetzt den Mangudai zum ersten Mal im Spielverlauf angewendet, dass sie Sinn machen. Ne? Die töten halt die ganzen Reiter. Das ist halt, wie gesagt, das Problem mit dem Mangudai, wenn man nicht aufpasst. Die können keine einzige ordentliche Schlacht führen, aber auf dem Weg von A nach B können sie die Leute halt so chippen, dass die halt nicht mehr kampffähig sind. Nicht zu mir reit, bitte. Genau, so hat er jetzt hier mehrere Ritter getötet. Ja, dennoch, also wir haben jetzt Wirtschaftsvorteil. Viertes Zeitalter, gutes Einkommen, alles, ne? Tacken natürlich die Sachen dann auch schon durch. Und jetzt müsste man halt auch überlegen, dass man langsam mal was macht, ne? Da haben sie einen erwischt. Da steht noch einer. Ja. Und jetzt kommt halt das Steuerungsproblem. Also, das Ding ist wirklich, dass ich Probleme noch habe mit der Geschwindigkeit der Steuerung. Und ich weiß schon, woran das liegt an vielen Ecken. Die kleinste davon wird wahrscheinlich das Alter auch inzwischen sein. Uni. In jedem Fall habe ich ein Steuerungsproblem. Das Einfachste ist, anzugreifen, weil dann müsst ihr nicht links-rechts klicken, dann geht ihr einfach auf den Gegner. Und das sollte man, glaube ich, auch machen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt meiner Meinung nach schon mal langsam anfangen. Ich weiß, dass ich sehr häufig noch hingehe und sage, ich hätte noch gerne die Belagerungsmaschine im vierten Zeitalter, weil dann habe ich die einfach auf dem Hotkey und kann die halt, ne, alles wegbolzen. Und eigentlich hätte ich vom Mongolen erwartet, dass der jetzt 20 Ruten auf dem Feld hat. Ich habe da unten mal einen Turm gebaut, dass wir hier runter sehen, ein Stück weit, damit wir einfach ein bisschen mehr Sicht haben. Naja, wir scouten viel zu wenig. Also wir haben ja gar keine Sicht auf die Mitte. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Text kommt zu spät. Ich überlege inzwischen auch, ob ich eine zweite Schmiede bauen soll. Weil ich queue hier alle und habe ich immer noch zu wenig. Habe ich immer noch Text über. Viele Leute bauen auch 2 bis 3 Schmieden deshalb. Ich habe nur 4. Wo ist denn das fünfte hin? Aber der 10. ist fertig. Und daher kommt da nochmal extra Ressourcen rein. Vor allem auch Stein. Ne? Also wir uns ordentlich Stein einkommen. Zudem hier.
Nee, das kann man halt überlegen, für das Mikro zu verbessern, dass man wirklich, der Fabian hat, glaube ich, auch im Spiel ein paar Mal gesagt, dass wir mal Steinmauern bauen, einfach weil die halt stabiler sind. Also wenn ich eine Steinmauer hinziehe und dann Türme da dran klatsche mit Rutten, ne, dann ist das erstmal ein bisschen stabiler, die Geschichte, als so ein Ding rechtsklick durch, weil man sonst wirklich einen Albtraum hat. Und jetzt geht gleich das eigentliche Spiel los, wo ich das Gefühl hatte, dass wir besonders viel krampfhafte Steuerelemente hatten, dass wir, also ich habe das Gefühl gehabt, dass das unnötig schwer war und dass uns das eine Menge gekostet hat. Interessant, wie der Wald hier ausgehöhlt wird. Idyllisch. Ich glaube, die Artillerieschule, die steht da ein bisschen im Weg, oder? Da müssen die nämlich schräg gehen. Das fällt, ja, ist aber kaum was, das ist eigentlich egal. Aber ich krieg nicht Gold für die Zeit, wie die unterwegs sind, dann muss ich die Strecke zwischen A und B. Genau, jetzt habe ich das abgerissen, weil die braucht ja eh nicht mehr die Gebäude und baue jetzt hier eine Farm. Warum das so komisch aussieht, weiß nur der liebe Gott. Also eigentlich hätte das ordentlich sein können. Ich weiß nicht, warum er das so gebaut hat. Ich habe, ne, klick, klick, klick. Normal geht das halt ringsherum, das hat er hier nicht gemacht. Das ist kein besonderes Design, das ist einfach nur Fragezeichen. So, da sind die Freunde wieder. Ich freue mich. Da ist auch die Rutte. England. Genau, also die gegnerische Armee ist da. Wir können mal reingucken. Was haben wir denn mitgebracht? Ja, die haben halt, ne, wir wissen es nicht, die haben jetzt hier Gebäude zu produzieren gebaut, mehrere. Bauen noch mehr, haben eine Festung gebaut, sind jetzt groß dabei, haben Tribox dabei. Tribox ist meine Lieblingswaffe. Wenn die Tribox haben, die Gegner, bedeutet das, dass die im Schneckentempo vorangehen. Was bedeutet, dass ich alle Zeit der Welt habe. Ach, vom Maiko reden wir nicht drüber. Was für ein Blödsinn. Aber ich habe eine Kanone, ich kann alles kontern, was da kommt. Und ich kann die Einheiten tot machen. So, und jetzt kommt der Fabian von hinten und wird die Bogenschützen niederreiten und die Belagerungswaffen, wenn ich von vorne die Infanteristen einfach töte. Und jetzt verliert der Engländer seine gesamte Armee, weil er ohne die Mongolen gespielt hat. Da kann man nicht viel zu sagen. Es wollten die fliehen, aber der ist halt ein Franzose. Also, ich habe ja schon viel gesehen, aber was der Engländer da versucht hat, das war schon sehr fahrlässig, muss man echt so sagen. Also, das war ein Massaker. Oh ja, der Fabian hat die alle gemassakert. Ich habe kaum was gemacht dabei. Deswegen ist es schön, wenn man eine Ritterarmee hat. Ich war der Amboss und er war der Hammer. Die habe ich vergessen zu Mikron. Rittergegner auch ein paar Kills. Ja, und der Mongole, der hat diese Mangudai-Armee. Ich habe das schon bei so vielen Spielen gesehen, dass die Leute hingehen und, also Mongolen, dass die eine Mangudai-Armee bauen und die immer größer machen bis zum vierten Zeitalter. Und dann sind die Support, ja? Das sind mir die liebsten Spieler. Die stehen dann hinter seinem Mitspieler, wenn sie überhaupt dabei sind. Der war zwar nicht dabei. Und wenn es dann zur Schlacht kommt, machen die zwei, drei Pfeile, die nichts in die Panzerung machen und dann passiert gar nichts mehr. Das habe ich schon so häufig gesehen. Der hat zumindest Ritter dazu gebaut irgendwo, aber der Mangudai-Blob ist trotzdem viel zu groß, ne? Also die Mangudais, die können nicht wie kämpfen in dem Spiel. Das ist halt einfach Fakt. Ja, also das. Wer damit eine Feldschlacht sucht, der hat halt verloren. Kanone schießen lassen ab und an. Was der machen muss, ist, das macht er glaube ich gleich auch ein paar Mal, der muss Lücken finden, wo er halt hinter die Linien kommt, wenn man die nicht einholen kann, und dann nerven die auch. Aber wenn der Engländer sagt, er tut jetzt seinen Fuß hier hinsetzen, ja, mit Burgen und Maschinen, das macht ja keinen Sinn, weil er kann ihn nicht verteidigen, wenn der Mitspieler Mangudai hat. Er hat allerdings jetzt auch hier seine Ritter gebaut. Keine Ahnung, was die wollten. Noch nicht sicher, was der Plan da war vom Engländer. Nein, Massaker! Und man sieht halt auch mehr als die, ne? Also, ich kann euch mal ganz kurz gucken. Sekunde. Also, ich sehe da runter, bis die, wo die Einheiten sind, obwohl der hat da eine Burg und da sieht er auch ein bisschen hoch. Und der Spieler da unten. Ja, also der sieht halt ungefähr so eine Strecke. Ich sehe, glaube ich, nochmal die Zupfel da oben mehr. Nur wenn ich schieße, würde ich sichtbar werden für ihn, glaube ich. Also Höhenvorteil ist schon wichtig. So, das sind die Bombarden für die Burg. Jetzt hier allerdings, dass der Mongole jetzt von der Seite reinkommen möchte. Der hat halt jetzt die Lanzenreiter, um aufzumachen, damit nachher die Mangudai da durchreiten können. Oder eben die Ritter selber. Also persönlich von der Wirtschaft stört es mich ja nicht, ne? Weil ich kann die auch umsonst nachbauen fast und kann die auch alle in Sicherheit bringen und habe noch das Turmnetzwerk. Also wenn er da oben reinreitet, ist das für mich kein Riesendrama. Die Ritter können nicht viel machen, aber wenn die zum Fabian durchreiten, der hat beide diese Sachen eigentlich nicht, ne? Dann ist halt unangenehm. So, die Burg ist jetzt gleich down. Ist halt kein Problem, also das ist 800 Ressourcen zum Teufel. So, aber ich will jetzt hier vorne, reiten jetzt die Ritter rein und das hat natürlich das Mikro jetzt ein bisschen genervt. So, die Ritter haben es aufgemacht, wenn die Mangudai durchreiten. Und jetzt machen wir natürlich alle Karawanen tot von Fabian. Ich habe, glaube ich, nur einmal vier gebaut. Ich brauche die eh nicht, die Teile. Aber von Fabian mache ich jetzt alle Karawanen kaputt. Also von Mongolen eine schöne Aktion. Das Ding ist nur, das hätte nicht Minute 28, sondern Minute 15 oder so kommen müssen, die Aktion. Ne? So, jetzt hatte hier meine Arbeiter wohl alle erwischt. Ich wusste nicht mal, dass die alle da waren. Die sterben jetzt alle. Also der tötet mir jetzt irgendwie 30 Arbeiter oder so.
Wenn ihr meine Ressourcen guckt, ich habe unendlich viele Ressourcen. Versteht mich nicht falsch, dass die sterben und ich das nicht Micro, da kann man nicht drüber streiten, das ist dumm, ne? Also die, ich hätte einfach nur G drücken müssen, aber ich habe das nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der Fabian irgendwann im Livestream sagt, hör mal, die töten halt all deine Arbeiter. Und er hat gesagt, die sind alle tot. Also er hat, glaube ich, 30 Arbeiter getötet. Wahrscheinlich hat er sich riesig gefreut. Aber ich habe unendlich viele Ressourcen und bis Spielende habe ich nie ein Ressourcenproblem. So von daher sieht das böse aus, hat aber keinen Einfluss auf das Gameplay für mich persönlich gehabt. Ich weiß nicht, wie das beim Franzosen jetzt ist, wie das bei ihm ist. Bei mir ist so, ich habe unendlich Ressourcen und klicke gleich das Gebäude an und mache das voll, dann werde ich umsonst wieder zurückgebaut in Rekordzeit. Also für mich hat diese Raid keine große Bedrohung gebracht. Ich habe jetzt hier gestanden, weil wir waren uns nicht sicher zu dem Zeitpunkt, weil der Fabian den Kreis hinterher reitet und guck mal, wie die alle sterben. Die sterben jetzt ohne zu kämpfen, weil die hinterher reiten, dass sie diese Rest in die machen können. Bin noch nicht sicher, ob das die richtige Taktik ist. Wir waren uns nicht sicher, ob ich da eingreifen muss mit meiner Armee. Ich wollte eigentlich unten alles vernichten, habe mich aber, glaube ich, zurückgezogen, weil ich helfen wollte, die abzufangen, die Jungs. Ja, und die haben jetzt hier irgendwie 20 Ritter oder so getötet auf dem Weg, ich weiß es nicht genau. Dann 30 Arbeiter getötet, die ganzen Karawanen getötet, ne? Und jetzt geht das Spielchen halt weiter. Und der Fabian versucht, ihn den Weg abzuschneiden, das funktioniert im Spiel unglücklicherweise nicht sinnvoll. Also der wird wahrscheinlich einfach rausreiten. Die einfachste Lösung ist, weil die keine Brandfackeln wirklich haben, keine sinnvolle. Die einzige Lösung, und das tötet er wieder alle, ist meiner Meinung nach Türme zu bauen. Ne? Also der tötet jetzt einen Ritter nach dem anderen oder was er halt findet. Ne? Also bei mir ist es halt so, ich habe halt hier überall so Türme stehen, wo die Leute drin sind oder hinter den Haupthäusern. Ja? Vor dir ist, wie gesagt, gleich auch nach. Genau, ich töte gerade den Engländer nebenbei. Jetzt hat natürlich der Fabian das Micro-Problem. Die Ritter, die hier sind, hat er, glaube ich, nicht angeklickt. Die sind einfach nur aggro gegangen und gehen jetzt da rein und werden gleich getötet. Ich hätte jetzt tatsächlich runterlaufen können, aber ich hatte keinen Überblick, was in der Basis war. Der Fabian hat gesagt, dass die da rumreiten und alles töten und offensichtlich reitet der... Das sieht jetzt ganz komisch aus, muss man sagen. Ne? Der scheint jetzt nur im Kreis mit dir zu reiten und nur Verluste zu haben. Ich weiß nicht mehr genau, ob er sich das so vorgestellt hatte. Also ab einem gewissen Punkt muss man halt auch die Frage stellen, ob er eventuell sagt, wenn das nicht klappt, dass man es abbricht. Weil das sieht jetzt schon albern aus. Der ist ja jetzt schon zweimal im Kreis geritten. Okay, genau. Also der Fabian, der hat mich, glaube ich, nur darüber informiert, dass er die nicht erwischt, die Leute. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich überhaupt angreifen kann, ob ich zurückkommen helfen muss. Ich habe, glaube ich, 10 oder 20 Mal gesagt, die beste Methode ist, einfach einen Turm hochzuziehen. Dann machen die nichts mehr im gesamten Spiel. Ne? Einfach Türme hochziehen. Das kostet halt weniger, als die Ritter oder Arbeiter zu verlieren. Ne? Wie gesagt, ich habe halt hier verschiedene Türme irgendwo stehen. Da oben, glaube ich, auch. Da geht jetzt ein neuer hoch. Hier steht einer. Ne? Einfach Türme hochziehen. Dann ist ruhig. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Jetzt kriegt er sie, glaube ich, diesmal. Die Alternative wäre natürlich auch einfach Bogenschützen zu bauen und dann Knubbel-Bogenschützen hinzustellen. Er hat, glaube ich, aber nur, wir können da mal reingucken, das klassische Franzosenproblem. Genau, er hat jetzt 3 von den Dingern wahrscheinlich relativ neu gebaut. Die kommen jetzt ganz frisch mit Tech und allem. Das klassische Franzosenproblem. Die stellen halt alle nur Ritter her, unabhängig davon, was die Gegner machen. Das ist ein bisschen gefährlich, muss man echt sagen. So, da habe ich vergessen drauf zu klicken, glaube ich. Mache ich gleich. Und hier ist die Infanterie down gegangen, hier vorne. Jetzt die Belagerungsmaschinen alle wieder zurückbringen, aber die zweite Burg ist auf jeden Fall weg. Also, ne? Auch hier das Gebäude ist weg, also es war jetzt so für die sehr teuer, denke ich. Und jetzt schnell nach Hause. Ich habe, glaube ich, vergessen, Einheiten herzustellen. Und wenn ich sie hergestellt habe, habe ich vergessen, an die Front zu bringen. So, die Mangudais sind tot, aber die haben sich wirklich gelohnt, ne? Also der, wer ist denn das hier, der Wizard-Spieler, der hat dann bestimmt über 100 Kills jetzt gemacht, ne? Sehr, sehr unangenehm für uns. Und es war halt ein Problem unserer Steuerung. Und das hat natürlich sehr, sehr viel Unruhe reingebracht in unser Gameplay, ne? Und das ist so eine Sache, die ich halt nachgucken wollte, das hätte man vielleicht besser machen können. So, der Mongole hat jetzt auf Veteranenreiter rumgesetzt. Was für uns natürlich perfekt ist, die hacke ich in Stücke. Also besser geht's nicht. Vom Micro jetzt hier ganz kurz, wir gucken gleich mal rein, jetzt sieht man es noch nicht so gut. Aber was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist, was wir machen müssen, ist, und das gilt halt für jeden, der eine Reiterarmee mit einer Infanteriearmee zusammenspielt, die Infanteristen können nicht einfach um die Ecke gehen, in die Backline gehen, die Reiter schon. Aber was ihr immer wieder sehen werdet, ist, dass unsere Infanteristen und Reiter immer gleichzeitig auf die gegnerischen Reihen drauf preschen. Und das ist falsch. Die Infanterie prescht da drauf und die Reiter sollen den Bogen bitte reiten. Ja, der Geschwindigkeit hat, soll die bitte nutzen. Das ist so das Prinzip. Hier kommt, sehen wir wahrscheinlich wieder gleich dieses Ding mit dem, wenn man halt vergisst, V zu drücken. Ah, Sekunde. So, ich habe nochmal meine Steuerung gerade umgestellt, weil was ich gerade sagen wollte ist,
wenn er die Einheiten nicht auf V stellt, also sie unten auf Position halten, dann laufen die Piecemeal rein und sterben hier. Also ihr verliert ungefähr so 30-40% eurer Einheiten, weil ihr den Wegpunkt falsch setzt, ne, wie der jetzt gerade stirbt. Und die anderen 30-40% verliert ihr, weil die halt geaggrot werden, irgendwie dann in den Tod laufen. Und irgendwie 10-20% verliert ihr in echten Schlachten, so ein Gefühl, ganz grob gesprochen. Ja? Dann nochmal Kompliment an die Steuerung, das ist super programmiert. Genau, und von daher ist wichtig, dass er das irgendwie optimiert mit V zum Beispiel, um die Einheiten, damit die stehen bleiben. So, die jetzt auch, ne? Die kommen hier rein, haben eigentlich keine Chance. Und hier vorne seht ihr es jetzt gerade, ich mach's mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier vorne beide gekämpft, aber die Reiter hätten durchreiten sollen, wenn ich alleine hier kämpfe. Ja, weil die extrem Schaden machen und die hätte ich ja eh getötet, die Infanteristen. Und das ist nur, ich komme gleich noch bessere Beispiele dafür. Aber bei sowas wäre es mir wichtig, auch hier wieder, ne? Dass die Reiter jetzt durchreiten und die töten, werden meine Infanteristen die Kanonen auseinandernehmen. Trotzdem, die sterben jetzt alle, also von daher lohnt sich schon am Schluss. Da reißt jemand mein Ding ein. Ich kann aber aufmachen, die Sicht. Ja, der Engländer, ich hatte ihn ja schon Schutt und Asche eben gelegt, aber er hat nachgebaut. Müssen wir mal gucken, ob das lohnt mit den Einheiten. Wir machen hier ohne Kanonen. Ja, die haben jetzt ein Problem, ne? Die haben keine Kanonen im Late Game. Was sollen die machen? Ist eigentlich, die können keine Feldschlachten gewinnen damit ohne Kanonen. Geht nicht. Alle AFK-Einheiten, Gratulation. Ich habe, glaube ich, dem Fabian die ganze Zeit Ressourcen zugeschoben. Weil der meinte, bei ein paar fehlt ihm, glaube ich, was. Und dann hat er ein Weltwunder, baut er gleich. Wenn euch wundert, warum ich so wenig Ressourcen habe. Ich habe eigentlich genug Einkommen. Ich bin jetzt gerade auf 80 Arbeiter, das reicht halt locker aus, ne? Also ich habe eigentlich kein Einkommenproblem. Wenn ich ein bisschen Micro verliere, ich auch keine Einheiten. Also von da läuft das. Zack, Kanone. Hier wieder, ne? Das war jetzt dieser Fall, den ich eben meinte. Das war kein aktiver Angriff, glaube ich, von den meisten. Und das natürlich auch wieder raussteuern. Ich hatte halt bei dem Spiel gesagt, die V-Taste war bei mir nicht belegt. Und von daher, ich habe es auf V gedrückt, habe aber nicht realisiert. Und dann sind die immer wieder in den Tod gelaufen. Ich war ja so abgefuckt. So, hier vorne jetzt ist so eine Aktion, ich meine. Die stehen jetzt beide hier dran, ich könnte die Front alleine decken und er könnte mit den Reitern jetzt einfach hier rumreiten in die Backline und die töten, weil wir haben jetzt zwei Drittel unserer Einheit oder die Hälfte oder irgendwas, die nicht kämpft, während die alle mitkämpfen. Ne? In dem Falle muss der Ritterspieler um die Seite reiten und in die Backline gehen. Ich habe das eben auch gesagt, das kommt dann glaube ich jetzt auch. Dauert noch was. Genau, also es hilft halt nicht, ne? Wenn die Gegner maximalen Schaden machen. So, jetzt macht das. Ich habe es wieder ein paar Mal gesagt. Das ist eine Übungsfrage. Ich hätte das am Anfang wahrscheinlich auch nicht realisiert. Aber da muss man, an solchen Sachen muss man halt arbeiten, denke ich. Das ist so eine Sache, die ich im Replay auch sehen will. Und dann kann man sagen, das muss man vielleicht in Zukunft nochmal machen. Genau, und ich kann halt hier reinreiten und die töten. Er hat irgendwie einen Rechtsklick gemacht, wie ihr seht, weil die Hälfte von denen nicht kämpft, die reiten nur im Kreis. Also niemals einen Rechtsklick auf eine Einheit machen. Niemals. Macht immer Angriffsbewegung, ja? Weil die sind im Kreis geritten, keiner ist gestorben und hat alle Ritter verloren, wie ich das sehe. Ich sehe zumindest keinen Gegner, der tot liegt. Also niemals auf einen Klick drauf machen auf den Gegner. Niemals. Das Schlimmste, was er machen könnte im Spiel. Es gibt keine intelligente Target-Wahl von den Einheiten. Ja, von daher immer Angriffsbewegung machen. Immer Angriffsbewegung machen. Immer. Ohne Ausnahme. So, ich wollte jetzt gerade mal gucken, was die Gegner sehen vom Berg aus. Genau, also die sehen jetzt da oben alles. Das könnte mit am Turm liegen. Ich gucke mal, ob die dann Speer haben. Vielleicht den Mongolen-Boss. Die sehen relativ viel da oben, aber das ist wahrscheinlich alles der Turm dann, ne? Oder der Khan? Ach, der Khan ist das. Der Khan, der da steht, der hinten auf. Weil ohne den Khan sollten die da oben eigentlich alle unsichtbar sein, außer die schießen. Ach ja, Infanterie fehlt. Ich habe vergessen zu Mikron. Ich habe auch 26 Arbeiter, die nichts machen. 26. Kann man nicht viel drüber sagen. So, Belagerungsmaschinen, die machen sich kaum noch die Mühe, die zu bauen, glaube ich. Da sind noch zwei, aber die können ja keine Belagerungsmaschinen machen. Das macht ja keinen Sinn. Ich knall die halt alle ab. Also hier ist die Kanonenarmee. Wenn wir die mit dem Bombarden am Leben halten, sind natürlich wieder zu viele Kanonen. Also drei Kanonen reichen völlig für alles aus. Die können natürlich auch Infanteristen snipen. Ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Also was haben die denn hier? 100 Schaden. Ja, zwei Kanonenschüsse sind ein Kill. Aber ich denke trotzdem, so zwei, drei Kanonen reicht völlig aus. So, meine eigene Burg, die will jetzt auch mal einen Schutz haben. Und ein bisschen Sicht. Genau, sind wir rausgekommen und haben das alles geklärt. Also von den Kämpfen her war das eigentlich noch nie eine Frage, ob das geht, weil die Mongolenritter sinnbefreit sind. Und von da gehen wir jetzt einfach durch. Der Engländer hat keine Belagerungswaffen, die funktionieren können. Also wir haben eigentlich alle Karten für Feldschlachten auf unserer Seite. Jeder einzelne. Und man sieht das jetzt auch inzwischen, wie ich sogar anfange, Kills zu machen. Einfach meine Armee jetzt langsam anfängt zu arbeiten. So, was wir jetzt bräuchten, wäre halt ein organisierter Angriff, weil
der Mongole immer noch einen Geschwindigkeitsvorteil uns gegenüber hat. Ich baue jetzt überall die Türme hin, das ist hauptsächlich um Sicht zu schaffen, aber auch, weil ich da Rütten- oder Kanonenstellungen reinpacken kann. Mein Micro übrigens. Ich habe vergessen, dass er eben drei Gebäude von mir abgerissen hat am Eingang. Und da arbeite ich jetzt mit geringerem Popcap. Ich mag es da besonders schwer gerne. Dann habe ich es ja da versucht. So, und jetzt wäre halt wichtig, so ein Netzwerk zu etablieren. Ne? Das heißt, also was ich ganz gerne mache, ich baue jetzt überall vereinzelt Türme hin. Unten, oben, links, rechts, überall. Damit ich halt von nichts überrascht werde für meine Belagerungsblob. Dieser Belagerungsblob, das ist... Darum muss alles aufgebaut werden. Meine Truppen stehen jetzt überall verteilt, wenn man eine Horde Reiter kommt, dass ich da einfach reindonnern kann. Ne? Ich hätte die mit Absicht so ein Knubbeln hingestellt. Mit Absicht. Eben auch um sich zu schaffen. Der Teil funktioniert so ein bisschen. Da unten, jetzt habe ich Ziele gesucht, habe was gefunden und habe gesagt, dann gehe ich da hin und knall die kurz ab. Und währenddessen nehme ich halt immer ein paar Arbeiter mit und lasse die halt jetzt überall bauen. Müsste gleich hochgehen, die Türme. Wegpunkte, der ist jetzt hier, der war ursprünglich da oben. Jetzt er hier und jetzt, wo ich die Burg habe, wird der nächste Wegpunkt gleich da unten hingesetzt. Damit es halt sichere Wegpunkte sind. Ich tue die lieber an die Front manuell ziehen, wenn die im Blob sind, als dass ich mal einzeln an die Superfront laufen lasse. Das halte ich für fatal. Ne? Türme, Design, Türme, Türme. Einfach überall einen Arbeiter hinschicken, ganz simpel. So, die stehen natürlich zu weit vorne, ne? Das sind zu viele. Also im Detail ist noch katastrophal, was ich da mache. Und dann, wie gesagt, hier überall Upgrades ausgeben. Kanonenstellung ist natürlich am besten. Rote reichen in aller Regel auch. Genau, und jetzt geht das Spiel los. Ich denke, es wäre gut, wenn wir, und der macht das ja auch schön, der Fabian, wenn wir halt mehrere Stützpunkte machen. Der Fabian-Ansatz ist eher, dass er wohl so Strong Points baut. Ne? Also das ist ja auf einem Punkt. Während bei mir der Ansatz eher ist, ich verteile die gleichmäßig für maximale Sicht. Das ist wahrscheinlich ein Wegpunkt gewesen. Wie ich sage, ne? Ein Großteil der Leute, oder nur ein Teil der Leute stirbt einfach durch Wegpunkte. Und der hat ihn wahrscheinlich in die Basis irgendwo gesetzt, keine Ahnung. Jo, ich wollte jetzt weiter angreifen. Problem ist halt, dass die Infanterie den hinterherlaufen zum Teil und dass sie sehr weit hinten sind, nicht an der Front. Das sind Wegpunkte alles. So, die Gegner sind jetzt hier oben offensichtlich. Zumindest eine Reiterarmee. Fabian hat jetzt hier eine Mauer gebaut, was auf jeden Fall Sinn macht. Eine Palisade, doppeldick. Hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen. Ich habe jetzt auch mit der Mauer modernisiert und eben hier Türme, also da ist das so ein bisschen. Und hier habe ich mir gedacht, brauche ich das Ding eigentlich gar nicht, weil ich stehe halt hier mit Festungen inzwischen und die müssen an meiner Armee vorbei. Also wollte ich mir jetzt nicht die Arbeit machen. So, der nächste Kampf geht los. Und hier weiß ich noch, hier ist jetzt der Höhenunterschied ein bisschen bei. Genau, der Höhenunterschied ist ein bisschen dabei. Das andere Problem ist, wenn jemand hinguckt, hier sind Handrohrschützen. Das heißt, die töten meine Infanteristen super effizient. Und hier wieder, ich denke an der Stelle... Es wäre der Auftrag des Ritters, der hat wahrscheinlich auch mit der V-Taste jetzt hier gestoppt, weil er gerade oben im Maikon ist, vermute ich. Die Ritter müssten jetzt die Handrohrschützen niederreiten, weil im Moment sind da Handrohr- und Armbrustschützen und die töten meine Infanteristen super effizient. Ja? Das ist sehr unangenehm. Ich hole jetzt die Burg noch schnell weg. Ja, also die Ritter, und jetzt sieht man es halt hier vorne, die reiten halt jetzt in den Nahkampf, gegen Speere zum Teil auch. Und den Nahkampf würde ich aber selber gewinnen. Die müssten durchreiten und die Handrohrschützen rausnehmen. Aber meine Infanterie war tot, als die Ritter kamen und dann benimmt er jetzt einfach die Front. Aber er hat dann dasselbe Problem wie ich, die Handrohrschützen schießen die einfach alle vom Pferd runter. Also das wird von uns sehr, sehr schlecht gemiked. Die Masse macht es eventuell, aber ist sehr unangenehm. Trotzdem, die Burg ist kaputt, ne? Die Belagerungsmaschinen fliehen. Also ist nicht so, dass wir nichts geschafft hätten. Trotzdem, beide Belagerungsmaschinen sind jetzt hier ohne Schutz und die Ritter kommen rein und töten die jetzt. Fabian versucht darauf zu reagieren, aber sind zu viele Gegner, ne? Also... Der Angriff hier vorne gegen... Also die Handrohrschützen haben uns halt alles kaputt gemacht. Jetzt machen die Ritter alle Belagerungsmaschinen kaputt. Die Verstärkung kommt, aber das habe ich jetzt verloren. 4, 5 Kanonen, ne? Das ist halt sehr, sehr teuer. Ich sage, ich habe Ressourcen oder Fauf, aber das ist jetzt kein Problem. Aber das heißt ja nicht, dass es ein guter Move deswegen war, ne? Gegen die Ritter, jetzt sind wir gut aufgestellt. Und jetzt hier wieder. Ich kann jetzt hier vorne mit den Kanonen nicht hinzielen, bevor die jetzt erstmal geschossen haben. Und das macht es halt ein bisschen schwer, sinnvoll das anzuvisieren. Obwohl die echt denken, dass Bombarden Anti... keine Ahnung was ist. Also die spielen nur Bombarden. Das ist halt auch die einzige Kanone, die spielen können, die beiden, muss man sagen. Ich ziehe mich jetzt zurück, weil das war mir zu knapp geworden. Ich habe jetzt die zweite Welle Infanterie verloren, dann kommt die dritte Welle. Ich habe von Gebäuden, glaube ich. Also damit bin ich relativ zufrieden inzwischen. Ich habe 19 Kasernen. Aber gegen die Handrohrschützen, ne? Also wenn der Fabian sagt, er kann die nicht niederreiten, das muss ich mit ihm dann absprechen. Wenn er sagt, er kann die niederreiten, kann ich bei den Schwerinfanteristen bleiben. Ansonsten sollte ich auch überlegen, auf Fernkampf zu gehen in irgendeiner Form.
Ja, sonst lohnt es sich gegen die Handtorschützen nicht. Wir hätten noch eine Mange dazu bauen können, aber ich würde an der Stelle auch mal sagen, der Franzose spielt nur Ritter. Ich habe jetzt schon verschiedene Waffensysteme, ja. Also wahrscheinlich wäre das die Aufgabe des Franzosen, einen Katapult zu bauen, wenn der denkt, das wäre gut, das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Ja, der macht ja nur Ritter. Ich habe das schon kompliziert genug, weil ich noch einen vierten Einheitentyp dabei packe. Und ich habe noch die Arbeiter und die Prälaten dabei, dann wäre das also der sechste Typ und er hat ja nur die Ritter. Also ich glaube schon, dass der Spieler, der nur die Ritter hat, auch gerne mal einen Katapult dabei packen kann. Naja, aber wie gesagt, hier vorne, ne, da sind halt Armbrustschützen, das sind die Hardcounter, Handtorschützen sind die Hardcounter, also die Massaker, die Ritter. Also das Problem ist, dass wir beide Rüstungseinheiten haben, die von derselben Einheit gekontert werden. Und wir sind ja nicht flexibel im Aufbau. Also je nachdem, wie viel Produktion man hat, kann man auch überlegen, dass man statt Ritter nur Reiter spammt. Das einfach ohne Pause Reiterarmeen da reinbonnern, das geht auch. Aber die Mange wäre halt die Lösung. Und ich denke, dass der Franzose da eine Aufgabe ist, weil ich einfach zu viel schon habe. Und bei mir das Hauptproblem das Mikron ist. Also ich denke, dass der Franzose das bauen sollte. Müssen wir mal in Zukunft drüber reden. Jetzt wieder, ne? Gepanzerte Einheiten, bababam. Aber ich outrange die. Also ich habe inzwischen so viele Kanonen, da ich jetzt irgendwann sage, ich bleib einfach da stehen, drücke die Taste V, die ich zu dem Zeitpunkt halt nicht hatte. Und dann werde ich nur die Kanonen schießen, weil die töten die ja trotzdem. Ich outrange die ja massiv. Da ist jetzt schon kein V, das sind auf jeden Fall nach vorne. Ist das ein Krampf hier? Trotzdem, das Turmnetzwerk steht so langsam, also die Flanken sind gesichert. Vorwarnungen und jeder dieser Turm baue ich in aller Regel auch aus, zumindest Kanonen oder Rutte. So, dass die Leute auch Verluste haben, wenn sie da durch wollen. Und jetzt sieht man hier, ich habe die jetzt auf V gedrückt und dass nur die Kanonen schießen. Ja, und die sterben halt reihenweise. Ja? Also das ist viel einfacher so. Wenn ihr die Taste V habt, ist die Sache sehr simpel. Und so müsste man halt auch vorrücken langsam. So, da haben wir gerade gesehen, dass sie sich aufdecken, Ritterarmee und Mangudai. Ich mache das einfach viel zu viel Kanonen. Ich weiß nicht, warum ich das mache. 8 Kanonen. Eben, man kann damit schon den Fernkampf führen, ne? Dann sehr langsam vorangehen, aber ich weiß es nicht. 8 Kanonen und dann eine Bombarde. Die haben ja keine Belagerungsbedrohung. Also wahrscheinlich wäre es besser gewesen, mehr Bombarden zu bauen statt Kanonen. Was hast du denn? 5 Angriff? Ja, also der DPS von der Kanone, vom Bade scheint auch gegen Infanteristen besser zu sein, zumal die auch die Leute dann one-shotten. Also ich glaube, ich habe viel zu viel Kanonen. Besser macht man wahrscheinlich, also ich glaube ein 2 zu 4 Verhältnis, also 2 Kanonen, 4 Bombarden wäre besser gewesen. Das muss man sich erst so ein Replay angucken, um in der Zukunft es besser anzupassen. Wenn die Gegner Belagerungswaffen spielen können, ist recht, wenn die Kanonen spielen können. Oder wenn sie halt unnötig Rutten machen, dann halt mal eine Kanone mehr vielleicht, also eine Feldschlange mehr. Wir machen gerade gar nichts, okay. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, warum wir nichts machen. Vielleicht Luft geholt. So, genau, Weltwunders hochgegangen, da habe ich mir die Ressourcen gegeben und dann hat er das gebaut. Allerdings weiß ich noch, wie bitchy das war, weil ich musste zig Gebäude abreißen, damit er da hinbauen konnte. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Und jetzt hat er natürlich das Weltwunder da gebaut, wo eine Zielscheibe an meinen teuersten Gebäuden ist. Das finde ich auch nicht so geil. Na gut, jetzt zieht er seine Mauer hoch. Da sind Weltwunders aber auch, also ich weiß es nicht. Also klar, wir können das bauen, aber wir sind ja die stärkere Armee. Also eigentlich hätten wir auch sagen können, wir pusten die einfach weg, das wäre die sicherere Methode. Das Weltwunder macht ja keinen Sinn, weil es kostet ein Vermögen. Das heißt, das Vermögen fehlt euch beim Kämpfen. Und in der Zeit macht er ja auch keine Angriffe oder so, wo er das vorbereitet mit der Defense und alles, ne, und dem Aufbau. Also das Weltwunder hier zu bauen, ist glaube ich eher ein Zeichen dafür, dass wir nicht gut koordiniert kämpfen. Weil wir hätten die locker besiegen können in den Schlachten, locker. Ich meine, ich habe jetzt hier 10.000 Gold offensichtlich. Ich habe Ressourcen und ich habe ja schon was rübergeschickt. Und da kann man das nebenbei bauen, aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir halt nicht gut arbeiten mit den Einheiten bisher. Einfach Produktionsgebäude verdoppeln und den Druck ein bisschen weiter erhöhen. Und dann ohne Pause angreifen. Und ich denke immer noch der Meinung, dass wir Mangudels hierbei gebraucht hätten. Und dass der Franzose das wahrscheinlich besser hätte gespielt. So, wie ist das von den Ressourcen bei den Gegnern? Wir können mal reingucken. Ja, der Yam, der hat gar keine Ressourcen, der hat nur Nahrung über. Und der Mongole, der hat tatsächlich aber noch Ressourcen über, der will die nur nicht teilen. Finde ich gut, grundsätzlicher Ansatz. So, die haben da oben jetzt gesagt, die gehen jetzt da rein. Ja, die gehen jetzt da rein. Genau. Und jetzt weiß ich noch, dass das die nächste Situation war, wo wir nicht wussten, was wir machen sollen. So die Haare raufen. Die französischen Ritter reiten jetzt hoch, in der Hoffnung, dass sie die halt alleine kaputt bekommen.
Ich kann irgendwie heute nicht klicken. Ja, und ich habe halt jetzt auch erst meine Einheiten geschickt, weil ich nicht wusste, wie groß die Armee war. Wahrscheinlich hätte ich einfach jetzt weiter Druck ausüben sollen. Die Gefahr wäre längst gewesen, dass die Mangodeien einfach zurückreiten und ich gedoppelt werde in der Mitte. Genau, die haben einfach mal aufgemacht. Nicht sicher, warum die den langen Weg genommen haben, nicht hier aufgemacht haben, aber okay. Und hier schießen sie sich halt einfach hier durch. Die haben voll Spaß. Die wollten das Weltwunder halt jetzt abreißen. Und jetzt gehen die Karawanen wieder down. Ja, war halt abgesichert, aber wenn einfach da Bombarden durch die Map sneaken, dann ist halt auch tot. Ja, das tötet ihn ja alles. Jetzt geht das wieder los. Und wir wissen ja von eben, dass die Ritter eigentlich keine Chance haben, die abzufangen. Er müsste, glaube ich, aber auch nur die Bombarden vernichten, weil die ja keine Gebäude kaputt machen. So, in derselben Zeit hat der Engländer angegriffen und ich bin halt einfach im Kreis gelaufen, weil ich habe mich halt an den letzten Run erinnert, als sie hier durchgekommen sind und wollte jetzt einfach mal hier helfen. Aber es war, glaube ich, der falsche Move von mir. Das hätte ich nicht machen dürfen. So, der Engländer reißt jetzt in der Zwischenzeit meine Festung und alles ab, was ich hier habe. Das waren seine Gebäude noch. Also meine Festung und macht hier vielleicht einen Eingang. Und ich habe dann auch jetzt wieder rumgedreht, weil ich das halt unten in den Angriff gesehen habe. Und ich habe mir halt gedacht, ich sehe eigentlich nur Mangodeis. Das kann doch nicht gefährlich sein. Und es sieht ja auch nicht so gefährlich aus. Also er scheint ja ein paar zu erwischen, wenn man hier mal guckt. Und die Kanone hat er kaputt gemacht. Also offensichtlich wird jetzt die gesamte Mongolen-Armee hier aufgelöst. Die tötet halt noch Economy, aber das Weltwunder sieht so aus, als ob das stehen würde. So, ein paar Arbeiter erwischt. Wie gesagt, für mich ist das kein Drama. Ich drücke halt Taste Q und dann sind alle wieder da, die Arbeiter. Und ich habe unendliche Ressourcen. Also wenn er die tötet, wozu das führt, ist, dass ich mehr Soldaten habe, ne, weil PopCap ausgewechselt wird. Ich weiß sogar noch, wie ich selber aktiv Arbeiter nachher töte, die reihenweise von mir, als wenn ich mehr PopCap habe. Also da stört mich das da unten nicht in geringster Weise. Aber ihr seht, dass meine Soldaten im Kreis laufen. Und das war von mir ein fataler Fehler. Ich bin von dem Angriff weggelaufen, habe nicht geholfen und bin dann zurückgelaufen zu dem Angriff, der wieder weggegangen ist. Da fällt mir nichts so ein. Ne? Ist das dumm von mir gewesen? Da bin ich wieder. So, einmal die große Tour gegangen. Hauptsache, ich muss nicht kämpfen. Ich habe das jetzt hier vorne ausgebaut, weil der Fabio meinte, das wäre wahrscheinlich sicherer. Ist auch sicherer, aber ich glaube auch nicht, dass es notwendig war in dem Falle. So, jetzt reiten die wieder raus und töten dabei wieder reihenweise Leute. Und da sind die Mangodeien auch dafür, sowas. Ne? Ich glaube, man darf den halt nicht hinterherreiten. Ich weiß nicht, ob man das immer wieder macht. Aber nach dem Spiel weiß er das sicher auch. Jetzt guckt er, ob er die Lücke schließen kann. Ach, er hat zugemacht. Deswegen rein. Da hätte ich es gesagt. Er hat zugemauert, während er da drin war. Sehr schön. So, aber ich denke immer noch, dass wir das völlig falsch machen hier. Wir hätten eigentlich ohne Pause auf die Gegner pushen sollen. Ohne Pause. Dennoch, wir haben ein Weltwunder, was hochtickt. Ne? Also und da läuft das. Aber ich halte es immer noch für ein Armutszeugnis, weil wir das über den Kampf locker hätten gewinnen können. So, meine Armee ist jetzt da, ist organisiert und der PopCap ist jetzt in der Armee und nicht in der dummen Wirtschaft, die ich eh nicht brauche. Und jetzt haben wir Spaß. Was habe ich denn da? 140 Soldaten. Ja, und die Kanonen habe ich unter Kontrolle. Also ab jetzt können die es halt vergessen. Ich habe auch die V-Taste zwar nicht, aber ich habe realisiert, dass ich keine V-Taste habe, das weiß ich noch. Und habe die immer auf manuell, auf inaktiv gestellt. Ich habe Arbeiter für die Türme mitgenommen, wie ihr seht, für die Reparatur. Ich habe jetzt hier, ne? Also ich habe die Leute jetzt zum Großteil unter Kontrolle. Wir wollen nicht übertreiben, ganz unter Kontrolle habe ich sie nicht. Das Ziel ist, die nicht kämpfen zu lassen, ja. Auch wenn die auf mich schießen, nicht provozieren lassen. Ich habe mehr Fernkampf. Wer ein Schussduell mit mir machen will, kann das haben. Ja, das war meine Logik zu dem Teil. Ich hatte die Schnauze voll von undisziplinierten Rumrennen. Die waren auf V gedrückt und sonst wollte ich nur mit Fernkampf machen. Jetzt komm ruhig, hol dir die Party, mein Freund. Ja, ihr seht ja, wie die hier in Massen sterben an den Kanonen. Ich brauche keinen Schritt nach vorne machen. Jetzt kommen auch die Raids von der Seite. Die haben nur darauf gewartet, dass die Armee da reinrennt. Jetzt kommt der von der anderen Seite. Und ich habe meine Trubel aber manuell in jede Richtung ausgeliefert. In jede Richtung. An meinen Fernkampf kommt der nicht rein, die dummen Hunde. Die wollten da durchlaufen, aber ich habe halt eine Keule. So, an der Seite sind sie ein bisschen durch. Da haben wir auch ein paar Bögen und einen Turm. Also die haben halt irgendwie mehrere Ecken gesucht. Da sind jetzt auch die englischen Ritter dabei zusätzlich. Also ich habe schon versucht, die krampfhaft zu verteidigen. Und ich unterstelle mal, dass das funktioniert. Und jetzt kommen die französischen Ritter und helfen auch aus. So war der eigentlich eben gewesen. Egal. Und jetzt haben wir die Armee gemassakert. Und ich habe, glaube ich, eine, vielleicht zwei Belagerungsmaschinen verloren. Und wir haben die gesamte Armee ohne Verluste ausgelöscht. Ja? Das ist eine Frage der Disziplin. Bombarden, ey. Wer kämpft denn mit Bombarden? Das macht doch gar keinen Sinn. Die holen wir jetzt natürlich alle weg. Ich habe hier noch Wirtschaft, Ressourcen haben, aber was hat er denn? 14.000 Nahrung. Ich vermute mal, dass der unnötig viele Felder hatte mit der Gold generiert. Das ist so ein englisches Ding. Ja, aber das ist jetzt vorbei.
kann ich die Frage stellen, warum der 17.000 Gold hat und der Mitspieler 100. Teamspiel geht aber doch ein bisschen anders. Aber der Mongole hat alle Ressourcen abgehandelt. Also klar, 70% Winrate, man merkt dann auch so ein bisschen, ne, von den Ressourcen, aber kein Teamspieler offensichtlich, weil sein Mitspieler, dem fehlt halt nur das Gold. Sonst könnte er halt jetzt Ritter spammen und er hat ja offensichtlich Ritter gebaut. So, und jetzt machen wir das, was ich die ganze Zeit predige. Wir haben eine kontrollierte, organisierte Armee und pushen jetzt den Gegner. Ja? Das ist genau das, was ich eben meinte. Das ist, wie wir das Spiel gewinnen können. Genau. Wir haben sich auch nie die Mühe gemacht, jemals eine Mauer zu bauen. Aber wir sind noch nicht ein einziges Mal reingeritten. Wir waren zu defensiv. Wir sind lieber den Mango Dice hinterhergeritten. Ich will meinem Mitspieler jetzt nichts, aber wenn die keine Mauer haben, hätte er, glaube ich, schon mal zwischendurch in die Economy reiten dürfen. So, der ist jetzt rausgegangen, der Mongole. Das Spiel ist damit vorbei. Was für ein Spiel war das anstrengend. Also, nochmal zusammengefasst, wir haben, glaube ich, noch zu wenig Sofortantworten auf die gängigsten Probleme. Und insbesondere die Reiter-Raids bei uns in der Basis, die mehrmals kamen, die waren unnötig schmerzhaft und wir haben halt falsch drauf reagiert. Sowohl ich als auch mein Mitspieler, glaube ich. Ja, das war das auf jeden Fall. Wir müssen noch schnell die Statistik angucken. Tiefverlauf. Moment warten. Genau, ich glaube, das war das hier. So, gucke immer ganz gerne auf Dorfbewohner für die Economy. Genau, und Fabian, der hat halt mit Franzosen immer die beste Entwicklung bei allem, wegen seinen Expansions. Und das bin ich hier unten. Das ist aber, glaube ich, eine recht normale Entwicklung, weil er eben keine Expansion macht. Und dann geht er halt irgendwann... Okay, der Graf sollte hier nicht so hoch gehen. Wenn er hier so hoch geht, heißt das, dass ich vorher vergessen habe, Arbeiter zu bauen. Normal sollte der sich nicht so entwickeln. Genau. Und hier habe ich dann irgendwann eine Stunde aufgehört, Arbeiter zu bauen. Das war aber dann, als die Kämpfe losgingen. Ja, vierte Zeitalter heißt halt, dass ich dieses Weltwunder 75% schneller baut. Deswegen zack, hoch. Und dann höre ich auf zu arbeiten, weil ich die nicht mehr haben will, die Leute. In dem Fall hätte ich aber nochmal ein Stück höher gehen müssen auf diesen Level. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe ja Ressourcen gehabt offensichtlich. Also mir reichen wahrscheinlich auch weniger Arbeiter. Ja, das war auf jeden Fall die Entwicklung. Also ich hatte wohl die schlechteste Economy bis dahin. Obwohl man ab dem dritten Zeitalter diesen Economy-Nachteil, da müsste ja das Gold der Kathedrale drauf rechnen. Ne? Deswegen macht man das ja auch. Und da gibt das hier nicht die ganze Geschichte. Militär, hier sehen wir, wie die Schlachten liefen. Ich weiß nicht, was das für eine Schlacht war, aber die hat auf jeden Fall wehgetan. Könnt ihr euch nicht sagen, was das war. Genau, also wir sehen immer wieder die Schlachten. Und ich würde sagen, dass diese großen Einschnitte, zumindest bei mir, dass die unnötig wären, dass immer meist, wenn die Infanterie alleine ranläuft und nicht bei den Belagerungswaffen bleibt. Ich habe mehr Belagerungswaffen, ich habe die stärkeren Belagerungswaffen. Wenn ich da AFK stehen bleibe, dann dürfte sowas nicht passieren, wie wir hier sehen in den Graphen. Genau, das war es eigentlich. Das war so diese große Sache. Aber man sieht halt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass dieses Dorfbewohner töten, ne, er hatte hier, das war, als er reingeritten ist und hat mir diese 30 Dorfbewohner getötet. Das hatte keinen Einfluss auf gar nichts. Also wenn man das jetzt guckt, hier vorne, wo das passiert ist, das hatte keinen großen Einfluss auf gar nichts. Ja? Also ich sehe da zumindest nichts, was da entscheidend wäre. Nicht, dass so ein Gebäude dann down gegangen wären. Ja, das war die Geschichte. Also, organisiert das Spielen, Standardantwort, wenn jemand schneller ist, nicht hinterherrennen und... ich denke, dass das dann funktioniert. Und ich habe die V-Shortcut wieder drin. Ich denke, dass das für mich 90% der Miete gewesen wäre bei der Runde. Ja. Und ansonsten, wenn die Mango Dice kommen, also wenn die schon reinlaufen, dann Türme bauen vielleicht in der Basis. Vielleicht einen Knubbel-Bogenschützen hinbauen. Aber der Mongole hat den klar das Spiel verloren, denke ich, mit diesen Aktionen. Der hat keine Feldschlacht gewonnen und das ist halt, was er braucht. Weil die Arbeiter, die er getötet hat, hatten keinen Einfluss, auch wenn es cool aussieht auf der Killliste. Er hätte halt wirklich, die hätten als Schlachten gewinnen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist nicht passiert. Und das, denke ich, ist ein typisches Mongolen-Problem mit Mango Dice. Jo, das war's. Und ich bin weg für heute. Ciao, ciao.